Wunderbar. So. Und da oben ist die letzte. Und ein paar Wassermelonen gibt's auch noch zum Ernten. Wunderbar. So, jetzt anscheinend nichts mehr. Nein, jetzt gibt's nichts mehr. ...49 Sonnenblumen. Wunderbar. So muss das sein. Sehr schön, sehr schön. So, dann geben wir unserer Mizi mal einen Fisch, damit sie frühstücken darf. Da. Mizi, da, bitteschön. Und dann holen wir uns Wassermelonensaat. Und habe ich sonst nichts mehr? Nee, das ist tatsächlich alles, was ich habe. Da gehe ich nochmal einkaufen. Ich will jetzt echt mal nur Wassermelonen aussehen. Ich brauche mal wieder Geld hier. Kann ja mal nicht sein. So. Da. Ach, Moment mal. Dann würde ich 2 Tage jetzt verschenken. Ich kann heute nichts kaufen. Tilo, Tilo. Tilo ist meine Rettung. Wo es mir einfällt. Bei dem kann ich heute bestellen. Habe ich ein Telefon? Gute Frage, habe ich ein Telefon? Habe ich schon mal bei Tilo was bestellt? Weiß ich nicht. So. Oh, das waren die letzten. Suboptimal. Ah, ich habe ein Telefon, wunderbar. Saatlieferung. Tilo, du bist meine letzte Rettung. Okay. Honigmelonen kosten mehr. Sollte ich dann vielleicht Honigmelonen aussehen? Ich kaufe jetzt ein paar Honigmelonen. Danke, Tilo. Du bist meine letzte Rettung. Hui. Schließlich ist ja heute Feiertag. Da kann man nichts kaufen. Und am nächsten Tag ist Mittwoch. Da haben die Marimba-Farm und die Hornfarm geschlossen. Ich hab's mir endlich mal gemerkt, ja. Liegt daran, dass ich heute einen Kommentar eines Zuschauers gelesen habe, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Marimba-Farm und die Hornfarm jedes Mal mittwochs geschlossen haben. Ich weiß es ja eigentlich, aber ich vergesse es immer wieder. Aber es ist mir gerade eben dieser Kommentar eingefallen. Wunderbar. So. Wunderbar. Schön viel aussehen. Mehr, wir wollen mehr. So und so. Zack. Und zack, ja wunderbar. Reichen die 40 Samen eigentlich? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich hoffe mal. 4 brauche ich noch. Wunderbar. Jawohl.
Und es reicht, sehr schön. Habe ich noch? 3. Wow. Gerade, dass es noch aufgegangen ist. Sehr schön. Da habe ich sie doch gesehen. Da. So, erstmal nachladen. Und dann kann gegossen werden. Oh ja, wunderbar. Ein 3 auf 3 Feld, endlich. Endlich. Das wurde Zeit. Das erspart mir so viel Zeit und Arbeit. Och, das ist doch wunderbar. Sehr schön. So. Wunderbar. So. Alles schön gießen. So muss es sein. Ja, wunderbar. Ihr seht es auch, es kostet mich nicht sehr viel Energie. Aber dafür geht's schnell voran. Ups, das war eins zu wenig. So. Und gleich nochmal. Zack. Und oben die letzten 3 Felder. Sehr schön. Fertig gegossen. Wunderbar. Wunderbar. Dann wird es jetzt mal Zeit, dass wir uns um unsere Viecher kümmern. Guten Morgen. Wunderbaren, schönen guten Morgen, meine Kleinen. So. Dann wird noch gemolken. Wunderbar. Morgen, Lisa. So. Meme, na, wie geht's dir? So, Muku! Na, meine Süße! Wie geht's dir heute? Alles klar bei dir? Hm? So, jetzt bist du auch wieder schön sauber. Na, hast du heute was für mich? Nur gute Milch heute, auch Muku. Na gut, aber du hast die letzten Tage so brav Milch gegeben. Also, das ist okay. Ist absolut okay, Muku. Ich bin ja deswegen nicht böse. Als ob ich meiner Muku böse sein könnte. Es gibt so ein paar Sachen, auf die kann ich einfach nicht böse sein. Das geht einfach nicht. Ein paar Sachen gibt es da schon, auf die ich einfach nicht böse sein kann. Weil es einfach nicht geht. Es ist nicht möglich. So. Einmal noch. Dann kann ich euch schon rauslassen. So. So, dann gehen wir mal da rein. Thank you.
Was haben wir hier? Ein normales Hühnerei. Ja, okay, das kann man zum Ausbrüten wieder hernehmen. Noch eins. So, gutes Hühnerei. Wunderbar. Und da haben wir das gute Entenei und da müsste unser famoses Hühnerei sein. Ja, wunderbar. So. Rein da. So, das gute Hühnerei. Rein da. Das normale Hühnerei. Eins da rein. Und eins wieder hier in den Brüter. War's das jetzt? Ja, das war's. So. Ja, wunderbar. Kuckuck, na, wie geht's dir? So. Und da ist der Neuzuwachs. Chicken. Ein sehr innovativer Name für ein Hühnchen. Ich kann es nicht oft genug sagen. So, wunderbar. Zack. Und dann kannst du noch hochgehoben werden. Ja, das magst du. Na, Donald, wie geht's dir heute? Alles klar mit dir? Was macht die Rap-Karriere? Kiki! Ich habe gehört, du sollst voll den Diss-Track gegen Donald geschrieben haben. Du sollst ja richtig Beef gegeben haben. Was ist los? Ach ja. Du sollst es ja Leben und Tod des Donald Duck genannt haben. Ach ja, wo ich das jetzt nur her habe. So. Gut. Dann können Sie mal alle raus. Wunderbar. Mizi, wir können wieder ein bisschen spazieren gehen. So, na komm. Du kommst mit. Wir gehen nämlich heute auf das Sommerfest. Um 9 Uhr. Wo eigentlich? Gute Frage jetzt. Wo? Ich gehe einfach nach Harmonika, das wird doch schon irgendwo sein. Aber der Hamminger hat da... Wo es mir gerade einfällt, Hamminger hat da echt nichts gesagt. Hm. Oder hat der da was gesagt? Ich hab's noch nicht mitbekommen. Weil ich dem einfach nicht zuhört, dem Fettsack. Hm. Keine Ahnung. Ich kann's nicht sagen. Aber wir werden es ja gleich sehen, wo wir uns treffen sollen. Halbe Stunde noch. Und ich bin noch nicht mehr losgegangen. Könnte sein, dass sie da ein bisschen zu spät kommen. Aber das ist ja nicht schlimm in dem Spiel. Gott sei Dank. So. Jetzt einfach mal schnell Richtung Stadt. Bin schon gespannt. Na, oder müssen wir vielleicht zum Strand? Nee, es würde ja keinen Sinn ergeben. Wobei, Feuerwerk, vom Strand aus. Aber hier ist es anscheinend nicht. Nein, hier ist es nicht. Es ist 9 Uhr, wo muss ich hin?
Okay, ich muss nach Harmonika. Hiermit erkläre ich das Sommerfest für eröffnet. Es gibt einen Angelwettbewerb und auch einen Wettbewerb für bereits gefangene Fische. Der Angelwettbewerb fängt um 15 Uhr an. Wer sich anmelden möchte, kommt zwischen 12 und 15 Uhr bei mir vorbei. Am Abend wird es dann ein Feuerwerk geben. Genießt den Tag. Und damit es ein bisschen interessanter wird, habe ich ein paar Zombies losgelassen. So, wunderbar, Luna hat wieder was gefunden. So, sollen wir bei dem Angelwettbewerb mitmachen? Können wir eigentlich machen. Die Musik finde ich aber cool, muss ich sagen. Düpp, düpp, düpp. Düpp, düpp, düpp. Düpp, düpp, düpp. Ja, die Musik gefällt mir. Was verkaufst du Schönes? Nichts Atemberaubendes. Nichts Atemberaubendes, ehrlich gesagt. Kriegst du einen Blaubeersaft von mir? Den magst du ja so. Magst du ja, glaube ich. Naja, nicht gerade sehr. Hätte ich auch was Besseres geben können. Also die Sonnenblumen hätte er mehr gemacht. So. Wunderbar. Oskar, jetzt du auch noch. So. Gut, dann bekommst du jetzt von mir noch eine Sonnenblume. Bitteschön. Ich sagte, bitteschön. Wunderbar. Sonst sind hier nur blöde Fische ausgestellt. Was ist da unten? Was steht auf dem Schild? Außer nichts. Na, Simon. Guten Morgen. Na, Vogel, die wäre irgendein weißes Zeug halt. Erinnerungsfoto. Nein. Oh, komm bitte wieder. Ich brauch doch das Geld. Die Wölfe kratzen schon an meiner Tür. Jo, Haminger. Morgen. Es wird einen Wettbewerb geben. Lust mitzumachen? Bitte unterhalte die Leute, die kommen. Kannst ja ein paar Zombies erschießen. Wettbewerbsregeln anhören. Angelwettbewerb. Angelwettbewerb muss einer, wenn es sein. Schon mal haken. Sein. Fischfängt gewinnt. Dann darf nur, wer eine Angelrute besitzt. Okay. Dann machen wir das doch mal. Nein! Abbrechen. Nein, jetzt. Oh. Wettbewerb teilnehmen. Und zwar am Angelwettbewerb. Ja, dem ersten 12. Meine Güte. Heul halt rum. So, was ist damit? Ah, das kann ich jetzt machen. Sehr schön. Der Fischerwettbewerb beginnt jetzt. Die Teilnehmer sind Karl, Oskar, Christina, Lina, Rolf und Spike. Nun zum Gewinner. Der Gewinner des Fischerwettbewerbs ist... Ich!
mich, weil ich mich mit euch Trotteln umgeben musste. Was? Ich bin nur Dritter. Oscar, herzlichen Glückwunsch. Wieso bin ich nur Dritter? Spike ist Zweiter. Ach so, ich bin Zweiter. Okay. Dina ist Dritter. Rolf ist Vierter. Haha. Ha. Karl Fünfter. Haha. Ha. Und Christina Sechster. Ach, dich lege ich dafür flach. Als Erster bekommt Oscar 10 Bravo-Drink. Ich meinte Bravio-Drink. Heißt denn echt Bravio? Für Platz 2 bekommt Spike 10 Vital-Drink. Ja, ist noch okay. Für Platz 3 bekommt Lina 10 Antimüdigkeit. Hiermit endet der Fischer-Wettbewerb. Verpisst euch alle. Ich möchte, dass du bis zum nächsten Wettbewerb mehr Fische fängst. Und jetzt verpisst euch, um 11 wird scharf geschossen. Tobi! Ja, guten Morgen, hallo, hi, ich liebe Feuerwerke, hallo, ich bin Tobi, hallo, Feuerwerk, hallo, Tobi, ich hier, hallo. Hallo, ich bin Tobi, ich mag Feuerwerke, hallo. Hallo, ich bin Tobi, ich freue mich voll, dich zu sehen, hallo. Hallo, ich bin Tobi, heute Abend gibt's ein Feuerwerk. Hallo. Hallo, ich bin Tobi, ich freue mich. Ich freue mich, dich zu sehen. Hallo. Hallo, ich bin Tobi, es ist schön, dass du mich so berührst. Gehen wir lieber. So. Du kriegst auch noch was. Da.